Was geht, Leute? Mein Name ist Aaron Fox und willkommen zur nächsten Folge von Song in the Smoke, Folge 11. Das letzte Mal hatten wir irgendwelche Hardware-Probleme, beziehungsweise letztendlich war es vielleicht doch ein Software-Problem. Ich habe trotzdem vorweg viele Sachen schon mal vorbereitet. Ich habe jetzt Granatpfeile. Ich bin jetzt vorbereitet und wieder immer diese Doppelwörter. Vorbereitet, vorbereitet, vorbereitet vor diesem schrecklichen, kruden Monster, was auch immer das sein soll, was mich verfolgt. Nachts werden wir diesmal die Stirn bieten. Ich hoffe, ihr seid dabei. Let's fucking do this. Pause. Alex, Pause. Let's fucking do this. LOL? Hallo? Wieso kam das Intro nicht? Intro kaputt. Intro einfach mal maximal kaputt. Wie habe ich... Ah, okay. Ja, ja, ich weiß warum. So, jetzt. Ah, ist halt das Blöde, wenn man... Wenn man an Servicetagen an Dingen rumschraubt, die eigentlich schon implementiert sind. Und man denkt, man könnte vielleicht noch was optimieren. Und dann halt einfach... 20% dann doch übrig bleibt, die man vergessen hat, wieder zu aktivieren. Aber es hat mich jetzt gerade echt ein bisschen schockiert hier. So, natürlich ist der Boden wieder nicht da, wo er sein soll. Kaputt optimiert. Ja, kaputt optimiert. Vor allem, es heißt doch so gut, never change a running system. Und trotzdem... schraube ich an irgendwelchen Rädchen rum, an die ich ihr eigentlich nicht rumschrauben sollte. Naja, was soll's. So, ihr seid am Start. Performance läuft, Internet läuft. Wir haben... Es ist dunkel auf jeden Fall. Ich habe den Bildschirm ein bisschen größer gemacht, falls wir Umfragen machen oder so. Auf jeden Fall wird es jetzt demnächst dunkel. Wie gesagt, ich habe jetzt hier Granitpfeile en masse. Richtig viele Granitpfeile. Da kann mir eigentlich jetzt gar nichts mehr passieren. Pfeile, also der Bogen meine ich, der Bogen ist auch optimal. LP-Kraut haben wir. Zwei ist gar nicht mal so gut. Ich glaube, hier unten ist noch irgendwas. Hier. Und Energie, wie sieht die Energie aus? Und essen sollten wir? Wie? Kommt er da nicht mehr hoch? Ob sie da runtersteigen? Es wird auf jeden Fall demnächst dunkel. Und ich bewege mich krass und es stürzt nicht ab. Also, ich, wie gesagt, ich glaube eigentlich, dass das nur ein softwaretechnisches Problem war. Hoffen wir doch mal. Essen muss ich. Wir essen jetzt das Zeug. Kann sein, dass es schlecht ist, dass wir das jetzt schon zu uns genommen haben. Aber es bringt ja nichts, wenn diese Kreatur kommt, wir dann quasi schon Probleme bekommen mit Nahrung und alles. Ich weiß gar nicht, wo ich stehen soll, wenn der auftaucht. Theoretisch macht es ja Sinn, wenn er auftaucht, einen langen Weg zu haben. Aber gut, er kann ja fliegen. Er fliegt ja Luftlinie. Deswegen macht es eigentlich keinen Unterschied. Ekelhaft. Gut, dass ich keine Spinnenphobie habe. Macht es eigentlich keinen Unterschied, wo wir stehen. Aber wir versuchen mal. Vielleicht taucht er dort auf. Dann haben wir die Kerzen gerade Schusslinie, können haben hier genug Platz und können dann von dort dann angreifen, beziehungsweise von oben. Schauen wir einfach mal. Bisschen warten.
Der kam ja nicht sofort, sobald es dunkel war. Da kam ja ein bisschen Zeit versetzt. Ich bin gespannt. Vor allem, ob das funktioniert mit den Granitpfeilen. Ich hoffe doch. Können wir da irgendwie... Gift haben wir auch nicht oder so. Es wär's halt, wenn wir irgendwie... Gift drauf... Weil wir haben hier Gegengift. Das heißt, es müsste eigentlich auch Gift geben. Im Allgemeinen. Jetzt hat er schon wieder... Hat er schon wieder Hunger, der Kerl? Der hat gerade ein richtig großes Stück Fleisch zu sich genommen. Schön gebraten. Nee, getrocknet. Vielleicht ist das Problem. Es war getrocknet und nicht gebraten. Aber trotzdem. Ich verstehe es nicht. Warum geht das Subwoofer nicht mehr? Na, Technik halt einfach. Immer geht irgendwas kaputt. Aber vielleicht ist es jetzt auch die Möglichkeit... Na gut, ich... Ja, ist doch vielleicht die Möglichkeit, sich nach einem neuen umzuschauen. Ich weiß ja nicht. Gibt ja noch andere Marken mit Force Feedback. Und früher hatte ich einen. Aber der hatte auch Probleme gemacht manchmal. Aber gut, es hat die Autoabschaltung. Die ist wahrscheinlich gängig bei allen Arten von Force Feedback, dass sie sich selber ausschalten, wenn eine gewisse Zeit lang kein Sound kommt. Es wird später, brauchst ein Lager, um die Nacht zu überstehen. Hat er schon wieder Hunger, ey. Und immerhin wissen wir jetzt, wie wir Wunden verarzten. Ich habe ja hier noch genug, 3 LP-Kraut, versuchen aber aus der Ferne anzugreifen. Ich habe insgesamt 16 Pfeile. 16 Pfeile sollten ja ausreichend sein, um diese krude Gestalt immer in die Hölle zu verbannen. Hoffe ich doch. Oh, es ist aber schon ziemlich dunkel langsam. Und es wird immer dunkler. Okay, jetzt kommt's. Jetzt ist es ziemlich dunkel. Sieht man eigentlich... Ja, okay. Puls ist aktiviert. Holy... Holy moly, es ist dunkel. Ich habe mir letztens überlegt... Okay. Wo ist er? Wo ist er? Oh, 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 oh. Beruhig dich, beruhig dich. Da kommt er, da kommt er. Hab ich dich. Komm. Come at me, bro. Oh, oh. So ein Horrorspiel in VR zu spielen. Irgendwie. Macht es denn überhaupt Schaden? Ich habe irgendwie nicht so das Gefühl. Oh, 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 lauf, 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 lauf. Ich will nicht durchs Wasser, weil wenn ich durchs Wasser laufe... Oh, 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 oh. Wenn ich durchs Wasser laufe, dann brauche ich... laufe ich zu langsam. Hä? Oh, mein Pfeil. Bogen meine ich. Okay, irgendwie... Nein! Oh, oh. Okay, ich habe keine Pfeile mehr. Nachdenken, nachdenken. Nachdenken. Was? Wieso? Was? Er hat mich doch gar nicht berührt. Ne, ich glaube, das bringt nichts, ihm Beine ins Gesicht zu werfen. Okay, meine Pfeile sind jetzt komplett weg.
Was ist mit Feuer? Hat er Angst vom Feuer? Komm schon, geh an jetzt! Dämon lässt nach. Es hat Angst vor Feuer. Okay. Das heißt also, jetzt hat es einen Grund, warum wir ein Lagerfeuer haben müssen. Nämlich ohne Lagerfeuer. Ohne Lagerfeuer. Mann, was sollte ich eigentlich sagen? So. Ohne Lagerfeuer könnten wir kein Nachtquartier machen. Wollte ich damit sagen. Mein Gott, hat es jetzt ewig gedauert, diesen Satz zu sagen. Das heißt, wir müssen jetzt trotzdem richtig viel Holz sammeln. Ohne Lagerfeuer hast du kein Lagerfeuer. Das ist richtig, genau. Ich habe keine Ahnung, warum ich so lange gebraucht habe für diesen Satz. So. Gut. Das heißt, wir haben neue Ziele. Och Mann, mach die doch einfach in deinen Köcher rein. Wir haben neue Ziele. Und zwar, wir müssen jetzt ganz viel Holz uns holen, dass wir nachts immer gut Feuer haben. Ich kriege es leider nicht hin mit dem Endlosfeuer. Wir hatten es ja mal hinbekommen, irgendwie der Bug, dass es dann halt immer Feuer gab. Das kriege ich nicht mehr hin. Wie kann man das nochmal umknicken? Komm. Jetzt einfach nur halten. Oder ich verstehe es nicht. Auf jeden Fall. Müsst ihr schlafen? IT Crowd gewinnt Kürbiskern weitspucken gegen Dunkler Wolf. Wer möchte als Sixth gegen IT Crowd antreten? IT Crowd bekommt 31 Fox Points. Sehr schön. Wie lange ist denn noch dunkel? Ja, noch die Hälfte. Vielleicht machen wir das anders. Ich gehe jetzt schnell Feuerholz suchen. Weitspucken. D. Ja. Kann man das jetzt irgendwie... Drohnen lässt nach. Ja, es lauert auf mich, auf jeden Fall. Und da muss man doch irgendwie Stoff nachgeben. Ein bisschen Zunder reinmachen. Feuerstein. Und den kann man dann wieder verwenden, oder was? Ja, so ein bisschen mehr hat er. Okay, das reicht gerade, um runterzulaufen. Level 4 schon, okay. Runterzulaufen. Und auf jeden Fall wieder Granitsteine. Weil ich habe jetzt ja 8 verballert. Kann ich das eigentlich loslassen? Muss ich das... Oh, fuck. Boah. Mach ich nie wieder. Wärmendes Kraut. Ah, okay. Kälte. Wir müssen jetzt hier erstmal... Verliest du aber gegen jeden Geist. Die sind Meister im Spuken. D. Wo habe ich gerade Angst bekommen? Deine Stimme hat mir gerade ein bisschen Angst gemacht. Die sind Meister gegen Spuken. Oh, Mann, Wolf. Boah, das schaffe ich gar nicht. Da geht... Bis ich irgendein Stück Holz gefarmt habe, ist die Fackel leer. Warum ist hier das Feuer aus?
Gott. Hab ich dir auch rübergeworfen, D. Was? Was hast du mir rübergeworfen? Ein Spuken, oder was? Warum hab ich... Ach, Weitspuken. Ah, danke, danke, danke. Jetzt verstehe ich das erst. Ich habe das gar nicht gerafft, dass ich das falsch gemacht habe. Gott, ist immer noch. Und das Holz reicht nicht. Das Holz reicht nicht. Was mache ich jetzt, wenn das Holz nicht reicht? Haben wir hier noch irgendwo? Hier, noch ein Feuerstein. Ich glaube, den Feuerstein kann man endlos nutzen, oder? Wenn das Feuer einfach aus ist, dann einfach wieder anmachen. Aber trotzdem muss ich schlafen. Also in dem Spiel. Werde ich jetzt ernsthaft angerufen in Discord? Kann man sich doch denken, dass ich gerade im Stream bin und jetzt nicht in Discord-Call reingehen kann. Mensch. Also manchmal verstehe ich das nicht. Gut, wir warten jetzt nochmal. Vielleicht wird es jetzt ja, es wird ja, wie hält man die Uhr? So, okay. Wird ja bald hell. So, also Plan ist es erstmal. Einen richtig großen Vorrat an Holz brauchen wir. Ich warte halt nicht. Einschaltungszeichen. Ja, das habe ich mir gedacht, dass du es nicht warst, Wolf. Oh. Oh Gott, ich krieg immer Angst, ey. Das ist mir klar, dass du es nicht warst. Zum Glück. Rönen lässt nach. Ups. Habe aus Versehen einen Discord-Call gemacht. Ah, Mann, Schei, echt, hey. Ja gut, wenn es nur aus Versehen war. Ich habe halt echt gedacht so, wieso kommt man auf die Idee, mich anzurufen? Oh, ist es hell? Das heißt, wir können es jetzt ausmachen. Oder? Ich habe gerade extra noch nachgeschaut, ob ich auf irgendwas draufgekommen bin. Okay, gut, es wird hell. Schei, geilen Abend. Oh. Ja, genau. Abend, Schei. Schön, dass du dabei bist. Okay, hat es jetzt mit dem Mikrofon funktioniert, Schei? Gut, dann könnten wir vielleicht doch noch ein bisschen schlafen hier. Vor allem speichern. Boah, ich sehe es jetzt schon kommen. Das geht voll an meine Nerven, wenn die Nacht losgeht. Scheiß auf Schlafen. Ich habe ja, ich habe ja hier Energie. So. Geht's wieder? Was war denn das Problem? Würde mich jetzt auch interessieren. Schei hat mich gestern um Hilfe gebeten, weil sein Headset, er hat Ton gehört, aber kein Mikro. Mikro hat nicht funktioniert. Wir sind alles durchgegangen. Meine Vermutung, ein Treiberproblem. Das Headset war nicht dafür gedacht. Wie, das Headset war nicht dafür gedacht? Ja, also hat's doch nicht geklappt, oder wie? Geht jetzt doch nicht das Mikrofon, oder? Das Headset ist dafür gedacht, nämlich. Ich habe ja extra geguckt, es ist kompatibel mit dem PC. Es war nur dafür gedacht zum Hören, aber nicht zum Was? Aber es hat doch ein Mikro. Bei PlayStation hat es doch auch funktioniert. Hä? Dein Headset hat doch ein Mikrofonport. Und der PlayStation hat's funktioniert. Okay. Egal. Also wie gesagt, ich habe geguckt, es ist PC-kompatibel. Ich misch mich da nicht ein, wenn man dir sagt, es ist nicht dafür kompatibel oder so, dann okay, aber wenn du damit zufrieden bist, ist alles okay. Also, wir müssen jetzt Holz sammeln. Ganz viel Holz. Und essen. Oh, hat er schon wieder Hunger. Das Stück trockene Fleisch reicht halt gerade mal für so eine Nacht. Wieso kann ich den Fisch nicht angeln zum Beispiel? Das wäre ja auch irgendwas. Dann hätte ich auch eine gute Nahrungsquelle.
Vielleicht brauche ich einen Speer oder so. Keine Ahnung. Na gut, wahrscheinlich kann man den Fisch angeln. Das wird ja keinen Sinn machen. Warum implementiert man Fische, wenn man sie nicht angeln, jagen kann? Muss los, bye. Schönen Abend, Chai. Danke fürs Vorbeischauen. Okay, die anderen Pfeile sind jetzt weg. Die sind gone. Die sind sowas von gone. At Shy Guy bye. Oh. Und hier, was liegt da? Ah, da diese... Die Binden, hieß es. Diese Lederbinden sind gut, um Sachen festzumachen. Dann verliert man die Sachen nicht. Scheinbar. Wie soll denn das funktionieren? Wie kann ich etwas dran machen? Also hieß es, dass mit Lederbindung Sachen festmachen kann. Optikfisch. Denkst du, dass es nur... Oh Gott! Was war das? Was war das? Das war das da. Meine Fresse, ey. Erschrecke ich mich, ey. Nö, ist kein Horrorspiel. Nee. Nur tagsüber eine Vorbereitung. Nachts ist halt dann wieder... Aber es erschreckt mich auch tagsüber. Okay, also wir brauchen Holz, habe ich gesagt. Holz und Nahrung. Gott, die Zeit geht auch viel zu schnell. So, XL-Stöcke. Und sind das M-Stöcke? Ja, okay, M-Stöcke brauchen wir. Feder brauche ich nicht. Und S-Stöcke ganz viel, damit wir... Das ist ja beim Lagerfeuer ist ja so, ich muss ja erstmal gewisse Bereiche erreichen, um es dann quasi bestmöglich nutzen zu können. Also erst mit S-Stöcken füllen, dann mit M und dann mit L. Ist halt so. Ich habe das nicht erfunden. M-Stöcke. Einfach alles mitnehmen, was geht. So, und ich hoffe, die despawnen da nicht, wenn ich sie im Lager lasse. So. Ich muss eine ganze Nacht aushalten. Oder ich mache es mit... Jetzt habe ich dafür keinen Platz. Okay. Oder ich mache es halt mit Fackeln. Wäre auch eine Möglichkeit. Einfach mit Fackeln überleben. Die Feuersteine, die fallen halt immer nur ab. Aber nutzbar sind sie auf jeden Fall lange. Gott, hat der Hunger schon wieder. Und die Hälfte des Viertels des Tages auch schon vorbei. Warum geht die Zeit so schnell? Man hätte auch ruhig die Zeit so ein bisschen langsamer vergehen lassen können. So, dann werfen wir hier wieder alles ab. Und ich hoffe, wie gesagt, dass es nicht despawnt. Aber ich glaube, hier in dem Bereich... bleibt es, glaube ich, alles, was hier ist, oder? Habe ich so das Gefühl. So, Ja, alle M-Stöcke. Dann hier ist noch ein M. Und dann ganz viele S-Stöcke. Die kommen hier hin. Wir so ein bisschen Ordnung hier haben, wenigstens. Und da noch. Das müsste reichen. Und der XL kommt hier hin. So, dann ist unser Trocknungsding auch fertig. So, ich hoffe, das bleibt jetzt auch hier. Hier ist noch ein S. Wir haben genug diese von diesen Dingern da. Und S. Okay. Für Pfeile. Eigentlich brauche ich gar nicht so viel, aber ist gut, dass ich es habe. So, Essen. Wir brauchen Essen. Ich muss jetzt jagen gehen. Aber jagen ist halt eigentlich auch Nonsens. Weil es braucht auch viel zu viel Zeit. Und dann ist wieder plötzlich dunkel. Und dann kommt wieder dieses Drecksvieh. Da ist der Vogel schon wieder. Den holen wir uns schnell. Gibt schön Fleisch. Komm. Komm zu mir. Komm, ich habe einen schönen Pfeil für dich. Aua. Oh oh.
gerade in dem Moment einfach mal kurz die VR-Brille aus. Oh Mann, Dreck. Oh komm, ernsthaft. Wie schlecht kann man denn sein? Ernsthaft jetzt. Ich will doch nur den Kopf schießen. Boah, der weiß ganz genau, wo ich... Was? Keine Pfeile mehr. Oh Mann, jetzt habe ich schon wieder voll die Verletzungen. Ja, und jetzt haust du ab. Ist doch nicht dein Ernst. Oh. So überlebe ich ja nie hier. LP-Kraut. So, und jetzt schön auf die Wunde drauf. Und den Rest trinken wir. Oh, jetzt kommt er schon wieder. Mann! Wie schlecht bin ich denn heute? Perfekt vorbereitet. Ja, wieder. Perfekt vorbereitet. So, ich muss automatisch nach unten zielen. Das ist das Problem gewesen. Oh, wo sind die restlichen Pfeile? Warum verliere ich Energie? Wo ist der andere Pfeil? Ich habe 8 Pfeile gehabt. Und jetzt habe ich 3. Wo sind die restlichen 5? Die können nicht einfach kaputt sein. Mann, ey. Boah, den hole ich mir jetzt, den Sack. Wo ist er denn? Locke dich hin, um die Fährte näher Kreaturen zu verfolgen. Hocke dich hin, meine. Nicht locke dich hin. Hier sind die Fußspuren. Da ist mein einer Pfeil. Mach schon mal wenigstens 4. Ich glaube, der ist wieder zu seinem Nest. Ich glaube, da hinten ist sein Nest, weil da ist eine Höhle. Da, meine ich natürlich. Und da ist die Fußspur. Ist das? Nee, ein Stock. Aber Stöcke brauche ich auch für neue Pfeile. Wo ist er denn? 2 Stück! Wieso denn ist es auf einmal 2? Und wo ist der andere? Oh Mann, hat er jetzt schon die Fährte aufgenommen. Und ich verliere Energie. Weil ich Hunger habe. Gott, ey. Was ist das für ein Jammerlappen, ey? Ständig hat er Hunger. Ist da unten irgendwas? Man, keine Zeit zum Entdecken. Weil man muss doch vielleicht einen Speer machen können. Und mit dem Speer könnte ich dann... Oh, ich werde sowas von sterben. Wo ist denn der Vogel jetzt schon wieder hin? Hä? Okay. Haben wir hier irgendwie Blutspuren? Gar nichts, aber er hat doch geblutet, oder? Boah, theoretisch müsste ich jetzt erstmal neue Pfeile machen. Bringt mir ja gar nichts. Aber dann sterbe ich wahrscheinlich, weil ich hier zu wenig... Mann, wie April, was ist denn jetzt schon wieder los? Aber es stürzt schon mal nicht ab. Es ist einfach nur ganz kurz grau. Zwar an einem falschen Moment, wo ich es nicht brauchen kann. Boah, wer ich... Ich muss was...
Mein Name ist... Gott, ey, ich rast noch irgendwann mal aus. Irgendwann mal raste ich aus. Werden wir überhaupt in diesem Spiel jemals Progress machen? Warum stürzt das ab? Ist es vielleicht ein spielseitiges Problem? Dass es nur bei dem Spiel abstürzt. Wir brauchen eine krude Technik. Belohnung zum Abspielen. Ja. Wenn ich es jemals sage... Vor allem, ich muss es ja in dem Hauptdingens sagen dann. Ach man. Wo man meine Riesenbirne sieht. Im Safe Place Dingens da. Ach, ich kann nicht mehr reden, weil es mich sowas von nervt. Das kann doch jetzt nicht sein. Gut, wir wären jetzt wahrscheinlich sowieso gestorben. Kannst ja trotzdem. Wolf, komm, hau einen Kilt rein. Weil ich wäre gestorben. So schnell hätte ich gar nicht Essen holen können. Dann wäre wieder Nacht gewesen und dann... Ach, ich wäre so gestorben. Es ist vielleicht doch ein Wackler. Weil als ich an der... Muss ich mal drauf achten, wenn du dich wieder über die Technik aufregst. Ja. Weil ich habe gerade irgendwie... Mach nochmal. Achso, warte. Hä? Nee, warte, mach nochmal. Oder hat's die Zahl gerade erhöht? Ich weiß nicht, ich hab's nicht gesehen. Boah, regt mich das auf. Ich habe gerade am Kabelbissen rumgespielt. Ah, jetzt. Checking. I can hear you. Am Kabelbissen rumgespielt. Und dann ist es genau in dem Moment abgestürzt. Ich habe jetzt das Kabel jetzt ein bisschen... Ich spiele jetzt gerade noch ein bisschen am Kabel, aber... Verdächtiges Dröhnen, kann gar nicht sein, es ist dunkel. Dröhnen lässt nach, okay. Och Mann, wir müssen ja das Holz nochmal holen. Oh Mann. Ich dachte, das wäre ja schon erledigt. Kann ich es gerade nochmal machen? Und diesen Fisch werde ich irgendwann mal sammeln. Ich weiß ganz genau, dass man den bestimmt sammeln kann. Alles andere macht für mich keinen Sinn. Optik. Kann nicht sein, glaube ich nicht. Es muss doch irgendeinen Grund haben. Live im Stream an deinem Kabel spielen ist gegen die TOS. Da gebe ich dir recht. Was war das? Oh Mann, ist er jetzt schon unterwegs? Ja gut, ist auch noch dunkel. Nee, das nicht. Das passt sonst wieder nicht. Müssen wir kurz durch. Oh, und das ist schon wieder hier. Ja, da war was. Hast du es gesehen oder was? Ich habe es nur gehört, nämlich. Alter. Nee, keine L-Stöcke. Keine Verwendung für L-Stöcke. Ich brauche S und M. SM. Hier und da erblickt schon wieder was meine erfreulichen Augen. Nämlich Wunderkraut.
Was ist das? Ach so. Ein Vieh. Ja, da macht's doch Sinn, das jetzt einzusammeln, glaube ich, oder? Das rennt halt immer so weg. Bleib doch mal stehen. Ach, Dreck. Gleich. Schon wieder? Ist es dein Ernst? Ist es schon wieder weg? Ist es, weil ich nach unten schaue? Oder was ist dein Problem? Auf jeden Fall brauche ich irgendwas, um hier diese Steindingens da kaputt zu machen. Das heißt, wir brauchen noch mehr Werkzeug. Aber wenn wir schon hier sind, dann machen wir gleich mal hier so ein bisschen an der leise Singen. Wer singt denn hier jetzt schon wieder? Oh, ein Köder? Nee, der wird gegessen. Der wird sowas von gegessen. Ah, hier. Etwas Großes schleicht sich im Unterholz herum. Wenn du das sagst. Und da hinten ist das Nächste. Wir brauchen jetzt aber erstmal Essen. Da hinten ist es. Oh, ja, da. Gibt zwar wenig. Ah doch, eigentlich schon gut. Gab jetzt schon gut Essen. Aber Pilze geben halt so wenig. Also, es gibt so wenig Pilze, meine ich damit. Hier irgendwelche Steine. Gib mir nochmal den Stein. Und den Stein nehmen wir auch noch. Und den Stein nehmen wir. So. Da unten sind zwei Hirschens. Die schnapp ich mir. Wieder stirbst du, wenn du da runterfällst. Jetzt komm. Ach, jetzt erzähl doch keinen Schmarrn hier. So hoch war das doch gar nicht. Immer am Übertreiben. Oh Mann, ich habe mich jetzt schon wieder verirrt. Ich weiß jetzt schon wieder nicht, wo ich bin. Aber es sind, hier sind M-Stöcke. M-Stöcke sind gut. Okay, der geht jetzt zurück zum Lager und ein LP-Kraut. Sehr gut. Und da sind nochmal Steine. Aber ich glaube, Steine habe ich jetzt genug. 12 Stück. Ach komm. Erzähl mir doch nichts vom Pferd hier. Als würdest du da nicht runter können. Ah, da ist ein Vogel. Was haben wir hier? LP-Kraut. Gut. Und Gegengift. Braucht man nicht. So ein Schmarrn hier. So, da oben ist er. Was haben wir hier? Knochen. Und keine Ahnung. Verstehe ich nicht. Bleib doch da. Lauf doch nicht weg. Ich muss dich doch töten. Ich brauche doch Fleisch. Und da ist schon wieder ein Vogel. Habe ich ihn? Ja. Okay. Gut. Sehr gut. Schau mal. Jetzt lässt er hier den Pfeil. Der blutet jetzt schön. Jetzt. Sehr geil. Das war ein guter Treffer. Jetzt lässt er wieder... Hallo, Kleiner. Sorry, ich muss mich jetzt darum kümmern. Ah, der Pfeil ist weg. Ah, nee, hier. So, welcher ist es denn jetzt? Aua! Welcher blutet denn jetzt von euch beiden? Jetzt muss ich die Folge noch beenden. Nicht mit mir. Ah, der geht diesen. Der ist doch schlauer als ich. Da oben. Oh Gott! Habe ich dich. Ich weiß nicht, ob das der richtige ist, weil der andere blutet schon gar nicht mehr. Oder hat nicht geblutet. Aber der blutet.
So, gleich habe ich ihn. Oh nee, der springt runter. Ja, genau. Ich dachte schon, der springt jetzt den ganzen Weg runter. In die Füße. Wow. Wow, ja. Man muss halt schnell sein. Mehrere hintereinander. So, was haben wir denn jetzt hier? Gedärme und Knochen. Da, einmal Fleisch. Okay, reicht es von der Zeit jetzt hier? Mit dem Fleisch. Zahn. Und da auch nochmal Fleisch. Ja gut, nehmen wir mal das Fleisch. Wird er dann auch besser vielleicht? Ich glaube, wenn ich hier das Messer... Das ist jetzt ein Granitmesser. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt vielleicht einen Zahn nehme... Wie? Kein Lagerplatz frei. Ist nicht dein Ernst jetzt. Ich habe keine Zeit für sowas. Okay, wir gehen jetzt einfach so zurück. Es wird nämlich dunkel. Wir wissen alle, was es bedeutet, wenn es dunkel wird. Diesen kleinen Vorsprung hätte auch runterhüpfen können. Aber ich muss ja mein Lagerfeuer noch machen. Er hat schon wieder... Nee, müde ist er. Müde. Er kann ja gleich schlafen. Schlafen und dann das Zeug noch trocknen. Da ist noch eine Beere zum Essen. Was ist los? Little Worm Hunter. Händig, dunkler Wolf, eine Kastanienwerfer, damit sich dunkler Wolf nützlich fühlt. Was für ein guter Fuchs doch Little Worm Hunter ist. Little Worm erhält 44 Fox Points. Sehr schön. Glückwunsch. Ah, und... Wo habe ich jetzt einen XXL, noch einen? Nein, habe ich vergessen. Ich habe vergessen, mir so ein XXL-Dingens zu holen. Oh, Mann. Kacke. I can hear you. Okay, aber es ist noch verfügbar. Okay, so. Hier. Erstmal raus. M. Boah, wehe, ich habe zu wenig S. Aber ich habe jetzt genug M. Um wirklich die ganze Nacht auszuharren hier. Kacke. I can hear you. Ich habe keine Ahnung, warum Claire darauf reagiert. Lass es doch jetzt fallen, Fox. Mensch. Oh Mann, Kacke. Claire, I can hear you. Ja, so sieht's aus, nämlich. So, okay. Einmal hier so Gebinde. Müssen wir denn jetzt? Ja, es ist dunkel. So. Es steckt ins rein. Sind wir im M-Bereich? Nee, noch nicht. Wo ist ein M-Bereich? Jetzt ist M-Bereich erreicht, okay. Und dann kommt, glaube ich, L-Bereich. Aber es reicht auch, wir können auch mit M gut arbeiten. So, machen wir das ganze Ding voll. Und das müsste jetzt eigentlich die ganze Nacht jetzt reichen. So ist nämlich gut. Okay, dann speichern wir jetzt hier. Nee, schlafen. Wir speichern. Und schlafen. Reicht eine ganze Füllung für den ganzen Abend? Ich glaube ja. Glück gehabt. Hat funktioniert. Wir leben noch. Wir speichern. Und alles ist gut. So. Geil. Gut, beenden wir die Folge.
pink gleich im Stehen ein. Ja. Okay. End new episode. So, also den Dreh habe ich langsam raus mit dem Feuer. Wir müssen einfach nur genug Feuerholz sammeln, um über die Nacht zu bestehen. Essen natürlich auch. Vielleicht einfach Pilze sammeln oder, ja, wir haben ja Fleisch. Eigentlich soll das ja gehen. Holz und Fleisch ist essentiell für dieses Spiel. Okay, habe verstanden. Dann hoffen wir mal, dass einfach die Hardware-Probleme, die ich hier habe, so wenig wie möglich passieren. Und irgendwann werde ich diesem Teil ans Leder gehen. Ich sag's euch, das wird mein Hauptziel in diesem Spiel sein. Ihm, diesen großen, diesen kruden Obi da. Fliege-Obi, Schwebe-Obi da, was weiß ich. Ja, der wird schon noch sein Fett wegbekommen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. In diesem Sinne, euer Jan Fox. Fox out. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.